Ja, ich denke schon, ne? Also wir waren, glaube ich, fast jeden Spieltag von 26 jetzt auf Platz 1. Ich weiß nicht, glaube zwischendurch vielleicht einmal Zweiter. Haben jetzt knapp 150 Tore geschossen. Das war eigentlich, hat die ganze Saison. Guardiola, Mourinho. Hast gehört? Hat die ganze Saison wieder gespiegelt und ich denke, wir sind hochzufrieden, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Jungs haben das klasse gemacht. War natürlich auch ein bisschen schwierig jetzt, die Spannung hochzuhalten durch die ganzen Pausen. Aber schlussendlich haben wir es verdient gemacht. Wir haben super viele Tore gemacht. Schalalalalala. Ja, okay. Und ich denke, wir sind auch verdient jetzt Meister geworden. Aber man muss auch sagen, Kompliment an ETV. Ja, die haben, glaube ich, auch eine richtig gute Runde gespielt. Aber ich denke mal, die Klasse hat sich im Endeffekt durchgesetzt. Kann man wahrscheinlich so sagen. Vorab erstmal herzlichen Glückwunsch, Vicky, ne? Also zur Meisterschaft. Haben eine gute Saison gespielt. Haben gute Einzelspieler, haben eine gute Qualität. Dann geht es halt irgendwie los, dass wir hinten drin stehen, dass wir dann das 1-0 bekommen, das 2-0 bekommen. Glaubt man natürlich nicht mehr so sehr dran. Dann probiert man sich nochmal aufzuraffen. Dann geht es in der Kabine nochmal so, dass wir uns wirklich alle zusammenreißen und uns nochmal einschwören. Und wollten dann die zweite Halbzeit besser gestalten, aber dann direkt mit einem 3-0, einem 4-0 ist der Sack dann auch zu. Und dann, ja, kann man auch nichts mehr machen. Ja, natürlich, der erste war ärgerlich, da muss ich mir selber zuschreiben, der war schlecht geschossen, einfach drüber. Ich denke, die anderen drei waren nicht mehr so wichtig, weil wir da schon hochgeführt haben. Aber nimmt man sich mal vor, es wäre ein Pokalfinale gewesen, dann wäre es halt scheiße gewesen. Aber wir haben die Tore gemacht, verdient gewonnen und hier sind wir verdient nach einer grandiosen Saison Meister geworden. Ja, grundsätzlich ist ja das Ziel von Berne sozusagen erstmal den Abstieg zu sichern. Das haben wir seit 4 Jahren einigermaßen gut hinbekommen mit einmal Zweiter, einmal Dritter, einmal Vierter. Dementsprechend wollten wir schon wieder oben mitspielen, haben wir das entscheidende Spiel gegen ETV verloren und seitdem hatten wir eine kleine Durststrecke, hatten einen Durchhänger, haben probiert, da dann wieder rauszuspielen, sind wir im Pokal rausgeflogen und dementsprechend war es dann zu dem Zeitpunkt eine ernüchternde Saison, aber grundsätzlich die Truppe war gut, wir hatten eigentlich alle Männer zusammenbehalten und wollten schon oben angreifen. Jetzt sind wir wahrscheinlich Sechster geworden, denke ich mal, und ist in Ordnung. Ich denke hier unsere Anführer da, die ganzen, die geben da ein bisschen Gas und wir haben da Spaß und mal gucken, was heute noch so geht. Ich denke, wir werden ein bisschen die Sau rauslassen und dann gleich ein bisschen grillen und chillen und dann schauen wir mal weiter, was heute Abend noch so geht. In diesem Sinne, Peace out, wir sind draußen.